Wie bekommt man den Schlüssel zu den zerschmetterten Hallen? Eigentlich ganz einfach. Die Quest droppt ein Mob, der sich in den Schattenlanden befindet, und zwar hier wie eingeblendet ein Schmied. Zudem müsst ihr reisen, müsst ihn einmal töten und dann droppt er für euch ein Item. Mit diesem Item könnt ihr dann die Quest starten, um den Schlüssel zu bekommen. So, jetzt haben wir diese Schlüsselform hier. Bringt die präparierte Schlüsselform zu Truppenkommandant Nazgrel in Thralmar. Das ist quasi das Erste, was wir hier machen müssen für diese schöne, nette Quest. Zugang zur Zitadelle. Hier geht's weiter. Quest beenden. Jetzt müssen wir diese Schlüsselform zum Schmied hier im Dorf bringen. So, jetzt brauchen wir diesen Scheiß. Bringt 4 Teufelseisenbarren, 2 Einheiten Arkaner Staub und 4 Feuerpartikel zu Rohok in Thralmar. Jetzt können wir hier diese Quests abgeben. Rohoks Bitte, ja. Diese 4 Items brauchen wir dafür, die haben wir. Abgeben. Zerstört einen Teufelshäscher auf der Höllenfeuerhalbinsel und haltet die ungebrannte Schlüsselform in seine Überreste. Bringt die verkohlte Schlüsselform danach zu Rohok in... So, also diesen Höllenhäscher, den können auch andere für einen töten. Den muss man nicht selber töten. Den können auch hier Allianzler töten, ist völlig egal, wer den tötet. Man muss ihn nur finden, es ist eine Dreierquest und dann tötet man ihn. Der ist auch nicht schwer, also der ist mit 3 Leuten locker machbar. Und dann muss man hier einfach hier dieses schöne Quest-Item, verkohlte Schlüsselform, anklicken, während man den diesen Höllenherrscher angeklickt hat. Und dann hat man die Quest beendet. Das ist quasi der letzte Teil dieser Quest. Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Und hier bekommen wir jetzt den Schlüssel der zerschmetterten Hallen. Zack.